Ein Modul mit Mannheimer Profilen, allerdings verbreitert auf 60 cm. Das bedeutet, ich kriege den Deckel nicht mehr aus einem Stück auf den Laser. Deshalb habe ich den Deckel aus zwei Stücken zusammengesetzt. Die beiden Teile des Deckels passen nur in einer möglichen Passung zusammen, durch diesen Ausschnitt, der links und rechts unterschiedliche Fortsetzungen hat. Zusammengehalten wird das dann durch die Querstreben. So, wenn wir so weit sind, dass wir die Lose eingesetzt haben, wird das Rohmodul erstmal gedreht. Jetzt wäre der Zeitpunkt, das Ganze zu verschrauben. Vorher ein bisschen Leim auf die Kanten, kann nichts schaden, wenn das auch noch durch Leim miteinander gehalten wird. Aber durch die Verzahnung, die Verzapfung und die Verschraubung sollte stabil genug sein. Als nächstes kommen die Profile rein. Aussparung im Deckel, Verschraubung schon vorgesehen. Trassenbretter liegen auf dem Deckel auf. Ups. Und so Zufall. Trassenbrett 1 passt. Und so Zufall auch das Trassenbrett Nummer 2 passt. Jetzt kommen die Front- und Rückseiten aus 6 mm Pappelsperrholz ran. Das habe ich aber schon in einigen anderen Videos beschrieben, wie die Teile rankommen. Spare ich mir jetzt hier einmal. Okay, 4 dieser Module liegen für den Kunden bereit. Verpackt und weg damit.